Ach, ich bin Leo, endlich gefunden. Ich war einen ganzen Moment hier im Gebäude unterwegs, auf der Suche nach unserem nächsten Ziel. Wir forschen nämlich nach den Orten, wo an der Energiewende gearbeitet wird. Dem großen Projekt in Deutschland, dass wir alles aus grüner Energie betreiben wollen. Und ein wichtiges Thema dabei ist neben Windrädern und Solarzellen auch Batterien und Speicherung von Energie. Und daran wird hinter dieser Tür gearbeitet. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Ja, hallöchen, ich bin Leo. Schön, dass ich euch gefunden habe. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Hallo. Hallo, ich bin Anneli, Elektrochemikerin und Kleinwegesteuerwissenschaftlerin. Ich forsche Batterien. Schön, dich kennenzulernen. Wer bist du und was machst du? Hallo Leo, ich bin Raphael, ich bin auch Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum und konzentriere mich auf die Batterieforschung mit vielen verschiedenen Methoden. Wir versuchen Methoden anzuwenden, dass wir während die Batterie lädt reinschauen können und verstehen, was passiert. Sehr spannend, ich drücke jetzt die Daumen, denn ich hoffe, ihr habt so ein Ding hier mal vorbereitet, damit wir da mal reinschauen können. Na klar, wir haben alles für euch auch zum Anfassen da. Ausgezeichnet, na dann auf geht's. Und ja, da ist definitiv schon was vorbereitet. Ich sehe zwei Flaschen mit Materialien. Das hier ist wahrscheinlich Schwefel, weil es gelb ist. Was ist das andere? Das ist Kohlenstoff. Der ist leitfähig und ein ganz typisches Material für Batterien. Genau. Und ein irgendwie technisches Ding auf einem Ständer. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Batterie, wenn ich die kleinen Kabel hier richtig interpretiere. Da haben wir genau die zwei Versionen an Batterien, mit denen wir arbeiten. Einmal die kleine Knopfzellgröße. Und einmal die Pouchzellen, eben mit Schwefel, Kohlenstoff und Lithium drin. Was ist denn jetzt das Besondere daran, wie ihr eure Batterie gebaut habt, außer dass sie nun aus diesen beiden bisschen umweltfreundlicheren Materialien besteht? Das Spezielle an unserer Forschung ist, dass wir genau diese Halterungen für die Materialien, die Zellen, so bauen, dass wir verschiedene Analysemethoden damit benutzen können, während die Batterie geladen und entladen wird, sodass wir sehen können, was in diesen Prozessen passiert. Heißt, ihr baut die Batterien schon mit dem Gedanken im Kopf, dass man sie später besser untersuchen kann? Genau, die Batterie soll am Ende so konstruiert sein, dass wir diese verschiedenen Methoden anwenden können. Deshalb das Design. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein cleverer Gedanke. Das hier sind die Halterungen, von denen du gesprochen hast, oder? Diese runden Kreise mit den Vertiefungen? Ja, hier kann ich es dir ein bisschen genauer teilen. Im Wesentlichen haben wir drei Teile. Also zwei sind die äußeren Kappen, wie die Batteriepole. Und die haben jeweils innen drin ein Material, was als Fenster dient. Ja, einfach clever gemacht. Wozu ist denn jetzt hier dieses kleine Plastikkreuz da? Damit kann unterschiedliche Methoden einbauen lassen. Zum Beispiel, wenn du würdest gerne Elektrolyte-Flüssigkeit ändern, dann hast du eine Option. Wenn du unterschiedliche Elektroden nutzen würdest gerne, dann hast du eine dritte Option. Dann auch die Bilder gucken, Spektrum zum Beispiel für die UVs und andere unterschiedliche Forschungsmethoden nutzen. Können wir das Ding mal zusammensetzen? Ja, das zeige ich euch. Das geht in etwa so. Wir fangen meistens an, indem wir den Ring auf eine Seite der Batterie legen. Dann müssen wir natürlich in der Handschuhbox Handschuh tragen und das Ganze unter diesem Schutzgas machen. Ein Lithiumplättchen reinlegen, eine Separatorfolie und die andere Kohlenstoffelektrode mit dem Schwefel drin. Dann kommt Elektrolyt dazu und die andere Elektrodenseite wird wie ein Deckel draufgesetzt und nachher mit Schrauben hier noch verbunden. Und dann hat man schon unsere Untersuchungsbatterie fertig. Darf ich den noch einmal anfassen? Klar, kein Problem. Gespannt, ey. Sieht wirklich nicht im geringsten aus wie so die klassische Batterie, die man kennt. Das ist einfach so ein Metalldonut. Also in die Fernbedienung kriegst du den jetzt nicht rein, aber ist ja auch ein neues Modell. Das war die kleine. Da drüben habt ihr die ganze nochmal in groß, richtig? Richtig. Wenn du mehr Energie brauchst, brauchst du auch größere Zellen. Was ist jetzt sozusagen hier das Besondere, die besonderen Möglichkeiten, die euch da das Reingucken erlauben? Wir haben hier eine Kombination von verschiedenen Sensoren und der Clou dabei ist, dass wir hier viele Temperatursensoren angebracht haben, über die wir die Temperatur in der Zelle an verschiedenen Orten beim Laden und Entladen messen können. Also wo wird sie besonders warm? An den Anschlüssen, in der Mitte, wie sieht es an den Rändern aus? Dann ist die hier verschraubt mit
Federschrauben, die pressen die zusammen und in der Mitte ist noch ein Drucksensor. Man kann also hier messen, wie stark die Zelle zusammengedrückt wird bzw. wie stark sie sich ausgedehnt hat. Und das ganze Ding kann man dann in einen Röntgenapparat stellen und anschauen, was passiert. Also auch da wieder gleich mitgedacht, wie man die fertige Batterie dann am besten analysieren kann. Genau. Was wir nicht sehen, ist der Kraftsensor, Drucksensor, den sieht man auf den Bildern später oder dort in dieser Animation an der Wand. Da kann man nämlich das, was sich der Herr Risse ausgedacht hat für dieses Zelldesign, nochmal sehen. Das ist wirklich von uns entwickelt. Ihr habt, erstens habt ihr sie selbst gebaut, mega gut, und zweitens habt ihr quasi so ein kleines Video gedreht. Können wir uns das mal anschauen? Genau, das ist eine Animation, also das ist kein Video der echten Zelle, sondern nur die Designbox. Ja, dann lass uns mal einen Blick drauf werfen. Klar. Was wir hier oben sehen, diese sich drehende Animation, das ist jetzt die Pauschzelle von drüben? Richtig, wie Raphael hat das gezeigt. Zwei Platte und zwischen ist Bowtshell. Man kann untersuchen bei Druck und Spannung und Strom und so weiter. Und am Röntgen, was alles passiert im Operando. Ich erkenne tatsächlich die Teile auch von drüben wieder. Genau, das sind genau die gleichen Teile. Es ist also unsere Bauanleitung. Was du hier noch zusätzlich siehst, ist zum Beispiel der runde, flache Drucksensor. Den kann man im Modell noch sehen. Der ist flach und drinnen versteckt. Was man auch noch nicht gesehen hat, das kann ich euch gerne zeigen, ist eben, was man bei der richtigen Batterie sehen kann. Das heißt so richtig, wie sie funktioniert? Genau. Wir haben zum Beispiel eine Messung für euch vorbereitet, wo man wirklich die Messung auch nachverfolgen kann. Das seht ihr in diesem Video hier. Am Anfang sieht man diese Schwefelkristalle. Das ist jetzt sozusagen das Röntgenbild von der Zelle. Spannend. Die Frage ist, dieses Video ist ja jetzt nun ein Ergebnis eurer Vorausplanung, dass man die Batterien ganz gut analysieren kann. Wo ist denn dieses Analysebild entstanden? Wie habt ihr das gemacht? Wir haben hier ein extra Radiographielabor, in dem können wir genau solche Messungen eben auch für längere Zeiträume, ganze Tage, indem man Batterien lädt und entlädt, untersuchen und sogar auch 3D-Anschauungen davon generieren. Nehmt ihr mich da mal hin mit? Na klar, gerne. Na dann, auf geht's. Ja, mega cool. Das muss das Röntgengerät hier sein. Dieser riesige Glaskasten. Diesem riesigen Rad und dem Glas. Nee, Leo, falsches Gerät. Hier drin. Das da ist das Röntgengerät. Ja, Leo, ganz falsch warst du nicht. Da hinten, das arbeitet auch mit Röntgenstrahlen, aber die Röntgenbilder, die werden hier gemacht. Hier. Und sofort geht die rote... Röntgen? Ja, sofort geht die Sirene an. Das gehört aber so, oder? Genau, die warnt davor, dass man nicht aus Versehen die Röntgenquelle anmacht. Das ist dieser rote Kasten hier links mit den vielen Warnhinweisen. Der generiert eben die Röntgenstrahlen. Und hier als nächstes stellen wir dann in den Strahl unsere Pouchzellenhalterung. Die wird natürlich noch verkabelt. Ich wollte gerade sagen, ich erkenne den aber schon wieder. Das ist genau das gleiche Modell, was wir eben bei euch im Labor hatten. Richtig. Okay, können wir dann loslegen mit dem Röntgen? Ja, wir müssen es noch zumachen und dann kann es losgehen. Ja, dann machen wir den Laden hier mal wieder vorsichtig zu. Eine Tür, dann die große mit dem Riegel und zu. Kaum ist der Riegel oben, hat sich die Sirene beruhigt. Ganz genau. Dann schmeißen wir die Kiste mal an. Jetzt losgehen. Ich sehe da jetzt schon auf dem Bildschirm den großen Go-Button. Das ist unser. Genau, darüber wird die Messung gestartet, nachdem alle Parameter von unseren Experten eingestellt sind. Und dann kriegt man auch schon die ersten Bilder. Hier sehen wir auch schon unser Bild von der Zelle. Du kannst also die Löcher, wo in der anderen Zelle die Temperatursensoren drin sind, genau erkennen. Sehe schon, ihr habt da schon irgendwas geladen und geröntgt, oder? Genau, wir haben vorher schon die Bilder dieser Zelle gemacht und mein Kollege Nikolai hat diese auch schon ausgewertet. Man muss immer noch ein paar Korrekturen vornehmen, weil es auf dem Abbild natürlich so etwas wie diese Streifen gibt. Das sind Fehler, das sind wie Fettflecken auf der Linse. Die können wegkorrigiert werden, aber dann kriegt man schon ein klares Bild. Dann sieht man das, was in der Zelle drin ist. Das ist ja komisch. Ja, wer ist das wohl? Wow, da ist irgendwie Radio Teddy drin und der hat seine Nase wohl überall reingesteckt. Der scheint neugierig zu sein. Was für ein Zufall.
habt ihr das denn gemacht? Habt ihr da jetzt irgendwas aufgetragen, was reingeritzt? Wie habt ihr den da reingekriegt? Ja, das ist reingeritzt. Wir haben oben einen Laser, mit dem kann man Bilder auch in Materialien einbrennen. Das ist auch ein Instrument, was wir benutzen, um unsere Zelle zu fertigen. Also da die Kanten gescheit zu schneiden, genau die richtigen Winkel und kleinen Schnitte zu machen. Das kann auch so ein automatischer Laser. Was mir auch auffällt, ist, dass wir hier ja nur noch zu zweit unten sind. Wo ist denn Anneli? Anneli ist rüber, weil diese Instrumente oft eine Vorwärmzeit brauchen und sie richtet alles ein, dass wir uns da die Messung anschauen können. Okay, das heißt, Anneli hat noch ein Experiment für uns. Genau, weil alles, was wir hier nicht auflösen können, diese Größe können wir gut sehen. Das sind also Zentimeter, Millimeter, vielleicht Mikrometer, aber alles, was kleiner ist, was auch interessant ist, was in einer Batterie passiert, also viel kleiner noch als ein Haar, da hätte sie eine Chance, mit ihrem Instrument drauf zu gucken. Okay, das heißt, wir gehen jetzt nochmal richtig ins Detail. Was ist das denn für ein Riesending hier? Es sieht aus wie so eine riesige Taucherkugel. Natürlich irgendwie wieder alles behängt mit Kabeln und einer Sirene hier oben. Und man kann reingucken. Ah, Anneli, hey. Haben wir dich gefunden. So, haben uns hier jetzt an den Computern platziert. Der Raphael, der hat mir gerade versprochen, wir gehen jetzt so richtig ins Detail. Ich sehe jetzt hier erstmal viele Bilder und Zahlen. Ich brauche Hilfe. Was davon ist jetzt euer Material? Was untersucht ihr hier? Ja, wir sehen hier sehr bestimmte Bilder, Streuerbilder. Und erstmal sieht das so wirklich kompliziert aus. Aber stell dir vor, wir haben diese Kohlenstoff, was du hast gesehen, und das ist super, super porös. Das heißt, da sind unterschiedliche Pore drin, und wir würden gerne wissen, welche Pore, welche Größe ist die wichtigste für uns. Okay, das heißt, ihr untersucht jetzt einfach die grundlegendsten Bestandteile dieser Batterie, die ihr gebaut habt. Den Kohlenstoff und den Schwefel, aber hauptsächlich den Kohlenstoff. Und da muss dann jetzt so richtig nah rangegangen werden. Habe ich das verstanden? Richtig. Du kannst dir vorstellen, Gäse. Und Gäse hat unterschiedliche Pore, was du eigentlich sehen kannst und auch nicht kannst. Ihr sucht nach den versteckten Löchern im Kohlenstoffkäse. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das bestimmt. Das ist interessant und auch sehr wichtig, weil wir würden gerne wissen, welcher Teil von unserem Material funktioniert und energiereich ist für unsere Batterie. Das Einzige, was ich da jetzt sehe, ist irgendwie erstmal so ein buntes Mandala. Es ist irgendwie pink, lila, blau in so einer aufgehenden Sonne. Ja, das ist nur zu verstehen, welche Intensität in welchem Raum Platz ist. Das ist hier mit Detektorbild, was du siehst hier. Und die unterschiedlichen Punkte hier ist die Intensität Änderung im Bild. Das ist immer faszinierend, wie sowas dann am Ende aussieht. Und du schaust darauf und kannst direkt rausziehen, wie jetzt eine deiner Kohlenstoffporen aussieht. Es ist immer wieder spannend. Was für Ecken und Enden der Forschung es gibt. Ich frage am Ende immer gerne, wenn man euch jetzt für 50 Jahre arbeiten lässt, was ist am Ende euer Beitrag zur Energiewende? Ja, wir würden gerne sehr effektive Batterie bauen. Und dafür brauchen wir wissen, welche Materialien, welche Strukturen sind besonders wichtig. Siehst du das genauso, Raphael? Ich denke auch. Also dieser Batterietyp, der wird voraussichtlich schon innerhalb von 10 Jahren sogar schon auch Anwendung finden, weil er einfach Vorteile hat. Und zusätzlich haben wir mit diesen verschiedenen Batterietypen auch viel mehr Möglichkeit, unterschiedliche Ressourcen zu nutzen. Und das Tolle ist, wir können auch Materialien für weitere Batterietypen anschauen. Das heißt, die Batterien werden immer, immer besser werden. Das heißt, neue Batteriearten, billigere Batteriearten, umweltfreundlichere Batteriearten, das ist alles, woran ihr arbeitet und was dann von euch beiden wahrscheinlich irgendwann mitentwickelt werden wird. Richtig. Genau so. Macht mich nur glücklich, euch beide mal kennengelernt zu haben und dass ich mir den ganzen Spaß hier anschauen durfte. Vielen, vielen Dank und viel Glück beim Weiterforschen. Dankeschön. Danke und Wiedersehen, Leo.